krass. Das Jahr, was wir ja gerade hatten, war ja 2016. Ja. Rat mal, was jetzt passiert. Ich darf wieder zurück zum Pokémon Center rennen. Nach einem eben immer ein Kampf, einmal heilen. Einen Kampf, einmal heilen. Ist lästig, ich weiß, aber was soll ich machen? Ich würde auch gerne versuchen, meine Pokémon zu trainieren, wenn die nicht alle kaputt gehen würden immer. So, und ich trainiere ja nur 4, ne? Was ja die selbst ja nochmal stärker machen sollte, als wenn ich 6 auf einmal trainiere. Das ist ja das Fiese und trotzdem sind das massive Probleme, die ich habe. So, schnappen wir uns mal die Beeren. Ich muss gegen gar keinen kämpfen, anscheinend. Hab jetzt eigentlich damit gerechnet, so ich muss da irgend so ein dieses Krebsviech da besiegen. So, dann wechseln wir auf den hier. Aber hier bin ich ja eh schon lang gegangen. Steht ein Mob da oben. Es gibt 2 Attacken von Attacken. Physisch und Spezialattacken. Ich weiß. Ich weiß den Kram schon. Gibt's hier? Oh, ein Item liegt da noch. Trompec gegen. Oh, gegen das ich gekämpft habe. Wo ich nicht mal checke, was das für ein Typ-Pokémon ist. Felineare ist ein bisschen schläfrig. Ich habe trotzdem keine nach deiner Meinung gefragt. Ich weiß gar nicht, wieso, warum das immer jetzt kommt bei Felineare, wenn ich es einsetze. So, ja, Bedenken. Ist jetzt schläfrig, was soll denn das? Wundersaat, das verstärkt. Pflanzenattacken, was trage ich nochmal mit Arboretus? Glaube ich, trage Hackattack. Okay, mal schauen. Ich habe jetzt ein Item, was Pflanzenattacken verstärkt und ein Item, was Flugattacken verstärkt. Aber ich denke mal, die stärkere, minimal stärkere Attacke von beiden zu verstärken, ist ja doch schon ein bisschen besser. Na, lass mal aus, wie es ist. Boah, komm schon, lass mich mal da raus. Du schon wieder. So. Würde offenbar gern gestreichelt werden. Kommen die Nachrichten jetzt nur, weil... Oh nein. Oh nein. Ja. Ja, unvergiftet. Ja, unvergiftet. Auch Smog hat keine allzu hohe Trefferquote. Hat, glaube ich, 85% oder so. Aber trifft, ist ja keine Frage, unvergiftet, während ich nicht abhauen darf. Jetzt wehrt die Attacke ab. Jetzt, wo es viel zu spät ist. Jetzt heißt es, ich habe nicht mal eine Chance, gegen irgendein Pokémon anzutreten mit Felineare. Wieso darf ich nicht fliehen? Kann nicht sein, dass das Viech so fett mich nicht gehen lässt. Okay, wir wurden vermöbelt. Aber aufs Übelste. So, ich glaube, nur einer bleibt noch übrig hier an Trainern. Und das ist ja die hier. Ich habe doch alle Trainer auf Route 8 besiegt. Um auf Nummer sicher zu gehen. Ich bin ja auf Route 8, oder? Ich gehe extra mal raus und rein, um nur mal nachzugucken. Route 8. Ich habe ja jeden besiegt. Oder ist ja auch jemand so über Ultra versteckt? Gegen dich habe ich gekämpft. Gegen den da. Da unten war kein Trainer. Gegen die. Verstehe ich jetzt nicht. Gegen den habe ich auch gewonnen. Oder vielleicht geht es ja noch weiter. Oh, gut. Das kann ja auch sein. Hätte ich jetzt zwar nicht erwartet. Nee, dafür gehe ich mich jetzt nicht ein, ganz ehrlich. Dann lasse ich das lieber einmal mehr sterben. Ich sehe das jetzt gar nicht ein. Alle Zimmer sind belegt. Das Zimmer hinten rechts ist dauervermietet. Der hat 2 Jahre im Voraus bezahlt, der Kerl, der da wohnt. Team Skull zeigt seinen Mitgliedern wohl nicht genug, um vernünftig von leben zu können. Okay, wollte ich jetzt alles nicht wissen. Ist hier ein verstecktes Item. Hier kann ich mir irgendwas kaufen. Tafelwasser sprudeln. Nö, danke. Nö, brauche ich jetzt nicht. So, hier ist noch so ein Parkplatz, oder? Oh, das sind Trainer. Gleich 2 Stück. Beim Golf, bei Pokémon kämpfen, muss man im Ernstfall die Nerven bewahren. Ja.
klar doch. Ein Golfer. Florian, die alte Butterbirne. Okay, was hast du? Ein Wuffels. Also mit hier. Ja, Finnare ist tot. Ist ja schon mal klar. Würde offenbar gerne gestreichelt werden, was? Ich guck mich gar nicht. Moment, normale Attacken sind nicht so effektiv. Was ist denn das für ein Typ dann? Wofür? Ich dachte, das wäre ein normal Pokémon. Ich dachte, das wäre ein ganz einfaches normal Pokémon. Scheint wohl mehr dahinter zu stecken. Au, au, au. Nee, der wechselt sich noch nicht mal aus. Ist das ein Gestein-Pokémon? Das könnte sein. Stein-Pokémon. Ich hoffe mal, Vulcano richtet es. Wenn ich auch hier eigentlich im Nachteil bin, so ein bisschen. Ich könnte Gegenschlag probieren. Ich weiß nicht, wie stark die Attacke sein wird. Jetzt kriege ich aber was zurück. Au, au, au. Nicht One-Hit. 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 Wie soll ich meine Pokémon trainieren? Sagt es mir. Das geht gar nicht. Vulcano stirbt von einem Schlag immer. Filinare kriegt jeden Kack ab. Darf ich gar nicht wechseln? Darf ich nix? Na, mach du das. Makuhita kriege ich gerade noch so trainiert. Und das vierte Pokémon muss immer alles retten, wenn es wieder brenzlig wird. Aber Filinare und Vulcano kriege ich kaum trainiert, die beiden. Echt furchtbar geworden mit den beiden. Ja, nicht hier, nicht wild hier. Vor allem der eine ist schon entwickelt. So, wisst ihr, der wird nicht noch stärker. Klar, außer durch Level-Ups. Aber er wird jetzt nicht noch eine Stufe so, wo die Probleme weggehen. Das wird immer, glaube ich, so bleiben, wie es jetzt ist. Und das ist mies. Dass ich so mit Ach und Krach immer ein Pokémon besiegen kann und dann, wenn überhaupt. Naja. Der Schwung muss aus der Hälfte kommen. Ich zeig dir mal im gleichen Kampf, wie ich das meine. Ja. Ich brauche dringend Hilfe. Oh, die hat einen Mozi. Oh, eine Alola-Mozi natürlich. Entschuldigung. Ist das nicht ein Unlicht-Pokémon jetzt? Dadurch? Ich würde sagen, ja, wenn meine Attacke sehr effektiv jetzt ist. Und seine gar nicht so sehr effektiv ist. Dann. Oh yeah. Darf ich auch mal rocken? Kreideschrei. Das kommt jetzt total unnötig. Da kommst du jetzt eh vorbei. Gut, wenigstens konnte ich jetzt die mal kaputt machen. Also die, das Mauzi. Und das Vibe da. Yeah, Level up. Gib's mir. Ach. Gut. Spezieller Angriff ist, glaube ich, richtig gut hochgegangen gerade, oder? Beim Golf kämpfen hauptsächlich gegen sich selbst. Da gewinne ich wenigstens auch mal. Oh, verlierst auch gleichzeitig. Okay. Im Horizont da liegt ein Item. Im Versteck ist hier wohl nichts mehr. Was glitzert denn da so schönes? Ein Tauchball. Pokébälle habe ich jetzt wirklich mehr als genug. Ich glaube, ich werde hier gar nicht mal mehr jemals welche kaufen müssen in diesem Spiel. Ach ja, und das sind alles nur so aufgemalte Türen, ne? Stimmt. Kind. Das Mario im Schattendschungel nach leckeren Zutaten sucht, kann nur eins bedeuten. Versuchen wir wieder Myla von ihren Kochkünsten zu überzeugen. Klar, was auch immer. Ach so, muss ich den fangen? Ich kann ja gar nicht mehr schleichen in diesem Spiel. Ja, Spezialangriff, Spezialverteidigung. Nichts Neues. Okay, vielleicht schleichen wir uns gleich nochmal da an. Ich weiß jetzt nicht, ob es mal neu spawnt. Oder war es so eine einmalige Sache? Okay, dann scheiß drauf. So, aber jetzt habe ich doch locker alle Trainer auf Route 8 besiegt, oder? Das heißt, ich kann nur jetzt gegen diese letzte Trainerin da antreten. So, einmal hier hin. Jetzt aber. Vor allem, woher weißt du denn, dass ich schon alle Trainer besiegt habe? Kontrollierst du das?
Ich hab... Okay, sie sagt, du hast immer noch nicht alle besiegt. Tja, dann gibt's wohl irgendwo noch irgendwas. Man weiß es nicht. Gehen wir jetzt einfach weiter. So, da drin fängt ja wohl die Prüfung an. Oder kann ich da unten noch lang? Ich gucke jetzt mal hier vorsichtig. Wow. Wow. Okay. Böses Pokémon. Kam jetzt aus dem Nix. Oh, ein Dickter. Mit einer coolen Strähne auf dem Kopf. Ja, Dickter ist jetzt auch irgendwie ein Stahl-Pokémon geworden oder so, ne? So was ganz Komisches. Okay, ich darf aber abhauen. Das ist gut. Anscheinend kann ich hier runter, aber wenn ich einmal unten bin, komme ich. Ich glaube, damit komme ich zurück zum Anfang. Ne, dann lassen wir das mal erstmal. Gut, anscheinend findet hier drin die nächste Prüfung statt. Und dann würde ich genau hier im nächsten Part noch weitermachen. Dann schmeißen wir uns dann in die Dschungelprüfung rein. Wir gehen in einen Jungle. Cool, ne? Okay, ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Oder auch nicht. Aber wäre cool, wenn doch. Und dann sehen wir uns dann, okay? Bis dahin.